Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Willst du immer gut ankommen? Mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Gefällt's mir? Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier einladen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl einladen? Ja. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. Anruf genügt und sie kommen, wann immer sie gebraucht werden. 24 Stunden, 365 Tage. Juri, das Dienstleistungsunternehmen mit Standort oben Nickelsdorf. Juri ist Ihr zuverlässlicher Partner, wenn Reinigung, Kanalverstopfungen, Absaugungen, Grubendienst und vieles mehr, ob privat oder Industrie, benötigt werden. Juri Nickelsdorf hat die richtigen Fahrzeuge für jeden Einsatz. Es ist ein Kia, von dem Sie schon immer geträumt haben. Der neue Kia Sportage, jetzt bei uns im Autohaus Huber in Nickelsdorf. Natürlich mit der 7 Jahre Kia-Garantie. Er hat jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Aber das Fahrzeug kann noch wesentlich mehr. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, selbstständiges Einparken, parallel rückwärts einparken, Querverkehrassistent und viele, viele weitere Highlights sind in dem Auto versteckt. Eine unverbindliche Probefahrt bei Huber Nickersdorf wird Sie überzeugen. Dann werden Sie vom neuen Kia Sportage nicht nur träumen, sondern Sie werden ihn fahren. In der Gebietsliga Mürz geht es an diesem Wochenende in die letzte Meisterschaftsrunde und da kommt es auch zur Titelentscheidung. Das ist immer schön, wenn in der letzten Runde der Titel vergeben wird. Dragös hat die besten Chancen, die liegen 2 Punkte vor Mitterdorf und Dragös spielt gegen den Tabellenletzten, gegen Krieglach 2. Gewinnt Dragös Katerein heute, dann sind sie Meister der Gebietsliga Mürz, die Dragösser. Und dieses Spiel schauen wir uns an. Dragös St. Katharain hat sich gegen Krieglach 2 gegen den Tabellenletzten der Gebietsliga Mürz viel vorgenommen. Mit einem Sieg gibt es den Meistertitel und den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte bisher, den Aufstieg in die Unterliga. Spielleiter heute ein Mann mit Qualität, Rene Feldbaumer aus Spielberg. Krieglach 2 mit dem ersten guten Angriff, aber bei André Kucharek ist Endstation. Krieglach spielt frech drauf los, Däubel setzt sich mit gutem Schuss in Szene, das Leder geht knapp am Dragöstor vorbei. Aber nun ist Dragös dran, Hillebrand wehrt einen Griesmeier-Schuss ab und Kostel Siuglu macht das 1:0 für Dragös, die Freude riesengroß bei der Kotzecker-Truppe. Dragös legt nach, die Gästeabwehr kommt in Schwierigkeiten. Krieglach bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Stefan Buzzi trifft aus Spitzenwinkel zum 2:0 für Dragös St. Katharain.
Aus Kriegacher Sicht soll der Anschlusstreffer her. Kucharek rettet. Es geht schon Richtung Halbzeit. Kostels Junke mit Zuckerpass auf Doka. Der Abschluss ist auch okay. Doka stellt auf 3:0. Das ist auch der Pausenstand. Nach gutem Beginn liegen die Kriegacher 3:0 zurück. Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux von Surf? Ja. Leichte Fragen habe ich, Zeitung standen. Was sagt dir im Fußball der Name Roman Mehlich? Roman Mehlich ist jetzt der Trainer geworden bei Wiener Neustadt. Wo hat er gespielt, wie er aktiv war? Wie aktiv war, hat er lang bei Essaker Sturm gespielt. Ist dort hat Champions League gespielt, Meister geworden. Ja, Nationalteam hat er gespielt. Weißt du, wie oft? 20 Mal. Ja, und du hast ja schon alles beantwortet. Fast kriegst du 2 Thermenkarten. Gratulation. Dankeschön. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Doga setzt einen Schuss an die Latte. Stefan Hochsteiner bringt den Kopfball nicht im Kriegaktor unter. Aber nun klappt's mit Hochsteiner Tor. Neuer Spielstand 4:0 für Dragos Katarain. Kriegach bricht nun ein, Doga trifft zum 5:0, nun kommt's knüppeldick. Kostel Schwindl baut die Führung weiter aus, 6:0 für Dragos, der Zwischenstand, das Spiel natürlich gelaufen. Die Heimischen lassen nicht locker und das Tore machen ist heute gar nicht so schwer. Stefan Hochsteiner trifft zum 7:0. Da wäre die Chance für Kriegach Ehrentreffer, aber es will heute nicht sein. Die Dragösser setzen den Schlussstrich im Spiel mit Hochsteiner Tor. Endstand im Spiel Dragos Katarain gegen Kriegach 2, 8:0. Nun darf in Dragös gefeiert werden. Da gibt's natürlich Bilder vom Feinsten. Bilder der Freude, einfach schön. Gratuliere St. Katrin, Dragös ist Meister geworden in der Gebietsliga, ein toller Erfolg. Ja, unvorstellbar, vor 2 Jahren die Mannschaft zusammengezogen. Wir sind froh gewesen, dass wir eine Mannschaft oder 2 zusammengebracht haben. Die Mannschaft hat sich zusammengeschweißt, die Trainer haben eine gute Arbeit geleistet, der ganze Verein. Es wird trotzdem nicht leichter. Wir nehmen das mit und machen das Beste aus der Unterliga und das ist toll. Einfach nur toll für unsere Burschen. Ich kann ihnen nur gratulieren. Ich hoffe, dass alle beieinander bleiben. Es werden etliche aufhören. Aber wir haben unsere 2er Mannschaft, die ziehen wir dazu auf und die lernen in der Unterliga. Und wir freuen uns schon, wenn es da zu uns einer kommen möchte. Ja! Danke, 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 danke. Perfekt. Was bedeutet für dich der Meistertitel, Martin? Ja, sagenhaft. Also mir fehlen die Worte, dass ich das in meiner Karriere noch mal erleben darf. Und das mit den Jungs da, das ist ein Wahnsinn. Taugt mir voll. Also da hat wirklich alles gepasst und mit der Vereinszusammenlegung, das war ja gar nicht schlecht. Bei euch hat das super funktioniert. Nein, es war nicht schlecht. Wir haben eine super Mischung gefunden eigentlich. Die Jugend, die was wir jetzt eigentlich noch braucht haben im Einsport, weil wir viel Verletzte gehabt haben, hat sich auch gut entwickelt in der Zwarer. Und das war eine super Mischung und hat alles super zusammengepasst. Und heute wird man natürlich die Nacht zum Tag machen. Das ist einmal ganz klar, das werden wir machen. Und wahrscheinlich wird es bis zum Frühschoppen durchgehen, was wir morgen haben. Wie schauen deine Gefühle aus? Ja, überwältigend, Wahnsinn eigentlich, dass wir das jetzt geschafft haben, war echt. Ich meine, für das, wir sind in die Saison eingestartet mit dem Ziel, Klassenerhalt so früh wie möglich fixieren. Heute stehen wir da als Tabellenführer der Gebietsliga Mürz, haben namhaftere Teams hinter uns lassen. Also die Gefühlslage? Ja, also ich glaube, heute werden wir noch ausgelassen feiern.
Was glaubst du, was hat es ausgemacht überhaupt, dass man Meister geworden ist? Ja, gib her den, schau mal bitte. Was hat es ausgemacht? Schwer zum Sagen. Es war natürlich. Ausgemacht hat es, glaube ich, die Was hat es ausgemacht? Gut, ich meine, ich glaube, wir sind als Mannschaft immer enger zusammengerückt, eigentlich. Je weiter wir vorgekommen sind, das hat man gespürt, das haben alle an einem Strang gezogen. Es hat jeder daran geglaubt. Ich glaube einfach, dass das Mannschaftsgefüge war. Ja. Also, das war sicher der Bärenanteil, dass wir heute da stehen, wo wir es an, nämlich ganz haben. Und einen guten Trainer oder zwei gute habt ihr auch gehabt? Ja, bitte. Den Harry, wirklich ein super Trainer, kann man nichts sagen. Mit Galli, ein Koryphäe, der die Fäden im Hintergrund zieht. Ja, Gratulation ans Trainerteam, an den Putzimandi von der Zwarer, der uns immer die Leute zur Verfügung gestellt hat, die was, wie soll ich sagen, mehr wie nur aufgezeigt haben bei uns auch in der Gebietsliga. Also, ja, Trainer, wie du sagst, beide super, Zwarer, Anzer. Haben auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir heute da stehen, wo wir sind. Gratuliere im Verein SC Dragös St. Kathrein. Martin Salchenegger übergibt als Vertreter des Steirischen Fußballverbandes Meisterurkunde und Meisterpokal. Auch wir gratulieren Dragös St. Kathrein zum Meistertitel und wünschen alles Gute für die Unterliga. Und ein ganz großes Danke den MEMA-TV-Zusehern fürs Zusehen. Das war's mit der Saison 2016-2017. Danke an die Fans und danke an unsere Sponsoren. Siedler!